Monsieur Dame Septem, Sacre de la Chorale Profane, einen wunderschönen guten Morgen. Der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und mein Hobby ist Altfranzösisch. Ich habe zu meinem Fahrrad die Originalbetriebsanleitung, die ist auf Deutsch, Englisch und Französisch. Fischer, die Fahrradmarke, Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance Fischer Electrique. Tada. Die ist abgefasst in Deutsch, Englisch und Französisch und ich lese die jetzt einfach weiter vor und ich bin im Teil Einleitung bei Hinweis für Eltern und Erziehungsberechtigte. Als Erziehungsberechtigte sind Sie verantwortlich für die Unternehmungen und die Sicherheit Ihres Kindes. Das beinhaltet die Verantwortung für den technischen Zustand des Pedelecs und seine Anpassung auf den Fahrer. Ebenso sollten Sie sicher sein, dass das Kind den sicheren Umgang mit dem Pedelec erlernt hat. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind den sicheren und verantwortlichen Umgang mit einem Pedelec in dem Umfeld gelernt und begriffen hat, in dem es sich bewegen wird. Es geht dann weiter mit Sicherheitshinweise. Notes for parents and legal guardians. As your child's legal guardian, you are responsible for their actions and safety. This includes taking care of the pedelec's technical condition and supervision and supervising, not supervision, and supervising the rider. I would have said supervision of the rider. It's ING stupidity you're facing in those bikes. In addition, you should also ensure that your child has learned how to use the pedelec safely. They should know how to ride the pedelec properly and responsibly in the environment in which it will be used. So, das war auf Englisch. Quasi Englisch. Avant-propos, indication destinée aux parents et aux chargés d'éducation. En tenant que personne chargée d'éducation, vous êtes responsable de ce que fait votre enfant et de sa sécurité. Cette responsabilité s'étend à l'état de VAE et à son adoption aux cyclistes. Il faut aussi vous assurer de ce que l'enfant a appris à se servir en toute sécurité de ce VAE. Assurez-vous qu'il ait appris à se servir son VAE en toute sécurité et responsabilité dans l'environnement où il va l'utiliser. So. Der englische Teil war am beschissensten. Wegen ING-Stupidity und damit reicht es auch für heute. Es geht weiter mit den Sicherheitshinweisen. Tschüss.